1448. Na gut, dann geht's weiter. was sind das jetzt schon wieder von Part? Oh, Part 12. Boah. Es geht eigentlich, also wenn ich mal so bedenke, so 12 Parts, die waren jetzt natürlich doch relativ lange. Ja, relativ lange Parts, aber dafür hast du die in 12. Sind wir gut weitergekommen. Das ist wirklich gut. Also es ist jetzt kein ultra langes Spiel. Du kannst dich natürlich auch extrem lange darin, ich habe keine Samen mehr. Schade. Nein, mir fehlt es an Saatgut. Das ist ärgerlich. Es ist auch extrem schwierig abzuwägen, was denn jetzt... Warte mal. Okay, das habe ich. Den Level 2 Stab muss ich noch machen. Was brauche ich dafür? Level 2 Stab habe ich alles. Super, ich spüre die Kraft des Eises und Blitzschlage. Super, wunderbar. Da kannst du landen. Locke, du alte Socke. Frohlocke. Ich habe im Moment keine Aufträge. Kann ich mir was bei dir kaufen? Ja. So, kann ich dir irgendwas verkaufen? Ja, 2 Goldbarren, das sollte passen. Ich kann nur noch den Umhang des Windes machen. Dann haben wir nicht mehr diesen roten Umhang, sondern den gelben. Wenn der Locke wüsste, dass wir hier im Print sind, dann wäre er ganz schön eifersüchtig. Weil der wäre nämlich gerne auch ein magisches Wesen. Aber nur die Angst und die Prinzen sind magische Wesen. Und die Lilly und doch unglaublich viele. So, und dafür brauche ich Wolle und 4x Faden. So, 4x Faden. Okay, das bedeutet, ich muss nochmal auf... Ich muss nochmal nach Ancora. Ich muss nochmal nach Ancora und ich darf den Dingsbums nicht vergessen. Mach ich mal Intelligenz, wie gesagt. Mach ich einen gesunden Allrounder. Dann passt das. So, ich kann wieder in die Mine, das ist gut. Ich muss unbedingt wieder Karotten sehen. Ich habe nicht mehr so viele von denen, weil ich die aus Gründen wahrscheinlich die ganze Zeit einfach so esse. So, nehme ich mal einfach von denen. Geben richtig... Die kann ich als Grundnahrungsmittel eigentlich benutzen, weil erstens wächst ja ohne, dass ich da was machen muss. Zweitens sind die richtig gut. Also die geben ordentlich Energie und ordentlich Nahrung. Wenn man mal bedenkt hier, 35 Gesundheit, 20 Lebensmittel. Dafür, dass sie auf Bäumen wachsen und die Karotten jetzt eher so meh sind. Ja, so ein bisschen Lowbob-mäßig. Kann ich den Rest eigentlich nur als Gebrauchsgut benutzen, wenn ich irgendwas brutzeln muss. So, haben wir das schon mal gelesen. So, wunderbar. Hier nochmal den Teich fertig angeln. Nett, dass die Fische verhungern, weil sie sich das, weil der Teich erstens zu klein wird und sie keine Nahrungsmittel bekommen. Das ist natürlich Quatsch. Regnet, super, mache ich auch gleich. Das lief gut. So, Regen, wo? So, dann kriegt die Kleine mal was zu essen. Hier drüber. Nee. Jetzt muss die Regenwolke sich ändern. Da. Zack, 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 zack. Drüber. Perfekt. So, melken, füttern, wunderbar. Das ist schön. Ich werde auch schon länger nicht mehr von Monstern angegriffen. Ist an sich erstmal nicht verkehrt. Ich habe jetzt genug Blumen gesammelt. Das bedeutet, ich kann wieder mit der Dame handeln. Macht das Sinn? Ne, die rufe ich ein andermal. Ich gehe erstmal in die Mine. Goliath hat er wieder leer gemacht.
Das ist super. Vor allem ist die Mine, da können wir wieder viel machen. So, das haben wir. Und ditte. Und das haben wir. Ach. Wunderbar. Sauber. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Okay, mehr können wir eh nicht machen. Wir haben genug Felsen. Ja, das ist ganz gut. Hey, es läuft super. Ja, fast 400 Steine. Wieder 22 Eisen. Das läuft. Ja, unser Stab sieht jetzt so aus. Und hier mit X können wir die Feuer... Feuer, Blitzschlag und Eis. Mit Eis können wir Feinde einfrieren. Macht aber keinen Schaden mit Blitz. Machen wir wahrscheinlich bei den Damage, die jetzt unanfällig gegen Feuer sind. Diese kleinen Viecher mit den Wildschweinhauern. Die sind... Die kriegen keinen Schaden von Feuer. Da können wir wahrscheinlich mit Blitz ordentlich auf die Glocke hauen. Lilly! 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 Nee, komm, lass gut sein. Wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da. Dabei kann ich doch alles so fertig machen. Warum ist sie nicht da? Vielleicht fliegt sie nachts nicht. Vielleicht ist sie ja am Schlafen. Nein. Das wollte ich. Können mich wieder ein paar Sachen an die Dame verkaufen. Aber ob ich das will? Du, du, du. Du, du. Du, 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 du. Da ist es doch endlich. Mensch, du lässt ja aber Zeit. Immer Ruhe. Eine alte Frau ist kein D-Zug. So, die fehlt noch was, um den Auftrag zu... Ah, giftige Flüssigkeit brauche ich zweimal. Scheiße. Entschuldigung. Mist. Ich habe jetzt dieses Schutzgebet gesprochen. So, kaufen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Was war am Hammer? So, was kann ich denn verkaufen? Ich habe da wieder Blumen. Zweimal Löwenzahn. Zweimal Hibiskus. Davon wieder welche. Davon ein paar. Jawohl. Ich brauche zweimal eine giftige Flüssigkeit. Die Frage ist, wo kriege ich die her? Hätte ich das gewusst hätte, hätte ich beim Zauberer Lockemann nachgefragt. Oh, ich habe da nicht genau hingeguckt. Habe mich schon gewundert. Nein, das wollte ich nicht. Hier wollte ich nur nochmal rütteln. Na gut. Okay, das habe ich. Da habe ich überall was gepflanzt. Nein, nicht zerstören! Gänseblümchen. Löwenzahn bringt gar nichts. Ich weiß noch nicht warum. Also nicht das, was ich brauche. Ich brauche die gelben. Die heißen zwar anders, aber die habe ich ja auch schon gepflanzt. Von daher ist es... Ah, ich weiß echt nicht genau, was da auf sich hat. Ich glaube, das ist alles ein bisschen buggy. Dann ist das halt so. Da kann man nichts machen. Okay. Hier sind wieder Fische nachgewachsen. Ich habe aber keine Köder mehr. Na gut. So, das ist fertig. Das ist auch fertig. Können wir wieder was ansehen. Baumwolle. Davon habe ich nicht mehr so viel. Es läuft ganz gut. Muss aufpassen, dass ich nicht zu lange aufnehme. Das ist mir nämlich bei den letzten zwei Aufnahmeseasons von Dayland passiert, dass ich zu viel aufgenommen habe und dann den ganzen Tag Halsschmerzen hatte, weil ich die ganze Zeit nur gequatscht hatte. Und dann habe ich noch Dark Souls aufgenommen und ja, und dann hatte ich eigentlich den ganzen Tag nur Dark Souls im Kopf. Ich hasse das Spiel, aber ich kann es nicht sein lassen. Ich wurde von Dark Souls gefangen genommen. Dieser Hass, diese Liebe. Diese Sucht. Jo, wie gesagt, letzter Testspielstand, der läuft ganz gut.
Können wir in unserem Stream-Spiel schon wieder mal fett anfangen. Beim nächsten Stream. Mal gucken, wann ich den mache. Warte mal, heute ist Donnerstag, ne? Krass, Donnerstag. Wie viel Uhr haben wir es? 18 Uhr. Ja, das ist gesund. Können wir morgen nochmal streamen. Am Samstag fahre ich dann zur Mutti. Mal gucken, Vormittag oder Mittag. Jo, ja, Schutzgebet ist natürlich jetzt ärgerlich. Wie lange hält das Schutzgebet? Kann man das auch abstellen? Weil giftige Flüssigkeit kriegst du nicht einfach so. Warum ist das so klein? War der nicht mal größer? Ah, das sind die Kristalle, die ich habe. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Brauch noch 3 Minuten, das passt. Okay, ja, ansonsten muss ich warten, bis die vorbeikommen, weil der ist abgeschlossen, das ist abgeschlossen. Der ist auch bald abgeschlossen. Und dann gehe ich mal eine Runde pennen, einfach weil ich es kann. So, ich muss gleich mal auf Toilette. Kriege ich aber hin. Das bedeutet, ich mache jetzt diesen Part noch zu Ende. Und dann sehen wir uns. Will ich heute noch ein Part aufnehmen? Ich meine, ich habe ja schon... Ich habe ja schon ordentlich aufgenommen, schon wieder 4 Parts, wenn man mal bedenkt, wie lange das Spiel ist. Also wenn man es richtig durchpetzen möchte, so dass man das alles recht schnell macht und sich wirklich mal einen Tag Zeit nimmt, so 5-6 Stunden, dann glaube ich, dass man das dann schon ordentlich durchkriegt, relativ fix. Aber auf der anderen Seite, will man das Spiel wirklich so schnell durchhaben und fertig haben? Ich weiß es nicht. Es gibt 2 Sachen. Jetzt müsste ich eigentlich warten, bis entweder der Locke vorbeikommt, damit ich gucken kann, ob der mir das Gegengift verkauft, ob der mir die giftige Substanz verkaufen kann. Oder ich muss warten, dass ich, dass das Schutzgebet aufhört. Das wird ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, wie lange das geht, damit ich wieder anfangen kann und... Bom! Oha! Jetzt geht's, glaube ich, weiter. Ich sehe, du hast ein paar Steine, okay. Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Auch Yuki, es ist nicht gefährlich. So, was hast du? Schnell, Akko! Die Sternpatrouille ist uns auf den Fersen. Du musst diesen Schatz sicher für uns aufbewahren. Kein Problem, du kannst dich auf meinem Planeten verstecken. Ich habe ihn in der Nähe des Sees vergraben. Bitte hau einen Kamin oben auf den Hügel. Lass es nicht ausgehen, damit wir den Ort wiederfinden. Alles klar. Genau, die Quest war noch da. So, wo haben wir es? Da. Wir müssen hier müssen wir den Kamin hinhauen. Feuer machen. Okay. So, bis Golia zurückkehrt. Ja, das muss jetzt dauerhaft brennen. Ist okay. Hoffentlich reicht das. Hoffentlich schickt das. Na gut. So. Ich habe jetzt wieder einiges Saatgut gekauft. Ich kann nur versuchen, diese 4 Dinger diese 4 Teile zu kriegen. Da kann ich jetzt aktuell nichts weitermachen. Das ist einfach so. Ich könnte natürlich gucken, dass wir vielleicht unsere Saatgutquelle hier oben noch ein bisschen ausschmücken. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ich muss wieder in die Mine und noch was essen. Da esse ich aber den Ankh-Mais. Erstens, den muss ich nicht nachwachsen. Der wächst automatisch. Und er ist sehr effektiv. So, Milch. Stroh. Das ist nachgewachsen. Super. Nein, wollte ich doch gar nicht.
So, da kann ich nur hoffen, dass da irgendwann das Richtige pflanzt. Mehr kann ich aktuell halt leider nicht machen. Ich habe keine Köder, okay. Siehste. Nächst zwei Ankpappeln, dann bist du schon fertig. Dann bist du schon voll. Und die Bäume geben mir einfach mehr, als ich brauche. Super, dann habe ich auch wieder Handelsgut. Obwohl... geldmäßig stehe ich sehr gut da. Kann ich ruhig mal ein bisschen was ausgeben. So, ab in die Mine. Ja, das Schutzgebiet... das macht mir jetzt ein bisschen... die Hütte kaputt. So. Muss natürlich auch alles weg hier. Ich habe das auch schon mal probiert in einem Spielstand. Einfach nur strakt geradeaus durch. Das bringt nichts. Müssen wirklich alle Steine weg, bevor es hier weitergeht. So, gibt es hier noch was? Nein, es waren schon vier Stück. Okay, ich hatte mich nur verzählt. Ich bin hier der Chef. Ich habe das Zepter in der Hand. Das ist ein cooles Zepter. Das ist wirklich geil. Sieht schon nicht schlecht aus. Ja, der kam ein bisschen zu kurz. Der hat irgendwie... ich meine, 50%, da fehlt noch was. Heute gibt es Kirschtorte zum Tee. Es ist ein neues Rezept, einfach köstlich. Es gibt nur ein kleines Problem. Was war das für ein Geräusch? Oh, das ist das Problem. Die Torte lockt Bienen an. So, ja. Bienen. Oh. Nein, warum so viele? Ah, Flügel. Okay. So, das ist eigentlich ganz gut. So, wo ist die nächste Biene? Das sind keine Bienen, also normalerweise bin ich ja echt so ein... bin ich echt so ein Typ. Na, bis dahin, ich gebe dir das Rezept, ich bring dir keine Gefahr. Okay, warum haust du jetzt schon wieder ab? Na gut, das waren 7%, wunderbar. Okay, kein Problem. Normalerweise bin ich ja als angelernter Gärtner voll der Freund von Bienen, weil Bienen einfach total nützlich und total lieb sind. Ich bin auch immer derjenige, der sie immer beim Blütensammeln ganz, ganz leicht streichelt. Das geht, aber wirklich nur Bienen. Niemals Wespen oder so. Die, Vorsicht, da müsst ihr gut aufpassen. Wespen, schwierig. Hummeln sind auch noch recht nett, aber Bienen sind total friedlich. Darfst du nur nicht festhalten oder zerdrücken oder ihnen zeigen, dass sie in Gefahr sind. Von daher ganz einfach und ganz entspannt kann man sie ganz leicht streicheln. Die sind ein bisschen dunkler als Hornissen und Wespen. Die sind nicht ganz so, die sind, vor allem sind die behaart. Das sind Wespen halt nicht, daher kennt man das. Von daher Bienen, kein Problem. Gerne. Hummeln auch. Bei Wespen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. So ist es einfach. So, ich kann jetzt Kuchen herstellen. Was brauche ich denn? Oh nein, Meteoriten. Oh, voll aufs Haus. Das Haus einfach mir doch egal. Giftige Flüssigkeit brauche ich. Kamin passt. Okay. Ich kann nur gucken, dass die Moon vielleicht noch was hat. Ja, da muss ich jetzt warten, bis der Locke vorbeikommt, sonst habe ich ein Problem. Weil ich glaube nicht, dass ich die giftige Flüssigkeit manuell herstellen kann. Und solange das Schutzgebet wirkt, werde ich nicht regulär von Monstern angegriffen. Hey. Ich habe im Moment keine Aufträge. Okay, doof, 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 doof. Und auf dem Planeten Ankh verkaufen die auch nicht so ein Kram. Der Locke ist der Einzige, der das eventuell verkaufen könnte. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Na gut, na gut. Da muss ich jetzt einfach durch. Da kann ich jetzt nichts machen. Da können wir absolut nichts machen. Warte mal, habe ich eigentlich noch... wie viel Holz habe ich eigentlich noch? Dürfte auch nicht mehr so viel haben. 149. Ach, was ist der...
du was? Ich mache mal eine Runde. Nehme ich mal eine Fackel. Dann... Das kann weg. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Holz. Ich habe ja gesagt, so knapp, so ein gesundes Maß, so 200 Holzeinheiten. Dann habe ich ein bisschen. Dann habe ich ein bisschen was, womit ich ein bisschen agieren kann. Wunderbar. Kann ich mich den Wald einfach mal neu pflanzen, dann passt das schon. Ich meine, Saatgut habe ich ja auch jetzt mehr als genug. Oh, der hat viel gesammelt jetzt. Okay. Das mache ich hier hin. Wunderbar. So, geht das noch? Hier hin. Ja, 5 Stück sollten eigentlich ausreichen. Die Pappeln geben übrigens auch nur normales Holz. Von daher, es macht keinen Sinn, da jetzt zu sagen, okay, ich ernte da jetzt ein paar. Von daher bleibe ich hier bei den Steineichen, bei den Pinien. Weil mit denen kann ich ja außer Hühner füttern sowieso sonst nichts machen. So, Steineiche reichen 3 Stück. Dann habe ich wieder ein bisschen was. Oh, Blitz. Das bedeutet, ich kann nicht schlafen. Na, schlafen kann ich schon, aber es wird sonst nichts. So, ich muss jetzt aufpassen, dass der Regen nicht das Feuer ausmacht. Ja, da ist Blitz eingeschlagen. Du kannst auch einen Regen, du kannst auch später die Gebete erhöhen. Okay, das passt eigentlich. Dann mache ich das mal ein bisschen weg. Ja, das Feuer geht aus. Es regnet mir zu viel. Jetzt einfach mal ganz kurz drüber. Nicht ausgehen, nicht ausgehen. Ach, ärgerlich. Na gut. Kann man aber nichts machen. So. Ich kann ja den Planeten kontrollieren. Was mir übrigens gut gefällt. Es ist wirklich sehr schön. Sag ich ganz ehrlich. Gefällt mir. Was wächst denn hier alles? Achso, das sind die Bäume. Okay. Jo. Dayland wächst und gedeiht. Kann man nicht anders sagen. Es läuft super. Ich habe so das Gefühl, dass hier die gelben Blumen gerade richtig Probleme haben. Habe ich nicht Löwenzahn gepflanzt? Warum habe ich keine Löwenzahnblumen? Schintasam. So, Moon. Nicht sie? Nein. So, Moment, keine Aufträge. Okay, So, Pilze sammeln, warten, bis Simon abgehauen ist. Und dann... Obwohl, warte mal. So, Moon, wir fahren jetzt nochmal nach Ancora. Ich guck mal, ob ich da noch Saatgut herkrieg. Das kann man machen. Das kann man machen. Kaufen. Ich kaufe nochmal ein Schaf. Glaub mir. Ne, warte mal. Ein Schaf reicht aus. So, der kann mir kein Saatgut verkaufen. Na gut. Eichhörnchen, du bist im Weg. Tschüss. Oh nein, das tut mir immer so ein bisschen leid, aber es ist halt im Weg. Und, es ist eigentlich ist es ein Monster, aber es sieht halt so goldig aus. Darf man sich vom äußeren Schein nicht täuschen lassen, aber da es halt nur eine Nuss dabei hat, macht das, das auch noch, es gibt mir nochmal ein richtig schlechtes Gewissen.
So, was kann ich denn von dir kaufen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nehme ich mal eine Torte. Nee, nehme ich nicht. Kann ich ja selbst backen. Was kann ich dir verkaufen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, Schärfe habe ich 2, brauche ich aber nicht. Die will ich nicht zu verkaufen zumindest. Ah, die will sie haben. Okay. Wunderbar. Dann nehme ich da hinten nochmal die Monster mit. Ich weiß nicht, was sie noch so droppen. Aber da hinten habe ich ein weißes Chamäleon gesehen. Und das gibt halt Limatsch. Und von daher möchte ich das nicht unbedingt wegwerfen. So, nee. Ich habe meine Sünden heute schon genug gemacht. Ich habe ein unschuldiges Eichhörnchen getötet und ihm die Nuss geklaut. Das war nicht nett. Daher müssen wir das mal am Leben lassen. So, esse ich nochmal einen Ankmais. Oh, das ist super mit dem Ankmais, sage ich ganz ehrlich. Der ist einfach der Hammer. Hier Karotten, 10 und 20, hier 10 Gesundheit, 20 Lebensmittel. Ankmais einfach mal 35 Gesundheit, 20 Lebensmittel. Lebensmittel natürlich jetzt nicht so extrem viel, aber dafür, dass das Zeug auf Bäumen wächst und wir das mittlerweile ohne Zutun mittlerweile massiv viel haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine gute Alternative. So, wir fahren jetzt wieder nach Haus. Wir fahren nach Haus, wir fahren wieder nach Haus. So, zurück nach Dayland. Dann habe ich wieder genug. Ist jetzt die Frage, will ich mir wirklich einen Garten zulegen? So, dass ich sage, ich pflanze jetzt mal 5, 6 Blumentöpfe an einer Stelle, wo ich dann nochmal richtig abrocke. Aber eigentlich, nein, ich will doch... Ja, da sieht man, ich habe jetzt 2 Schafe. Ah, super. Nö, ich finde es eigentlich so, wie es hier aktuell ist, läuft es ganz gut. So, Pilzchen genommen. Das genommen. Kirschchen abgeholt. Hier liegt noch eine Beere auf dem Boden. Die darf sich nicht auflösen. Die wandert in meine Tasche. Die Beeren noch. Wunderbar. Oh, Locke, super. Ich habe gerade noch dran gedacht. Darfst nicht vergessen zu gucken, ob der giftige Flüssigkeiten hat. Wenn der sie nicht hat, habe ich ein Problem. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Schade. Sehr schade. Gold kann ich dem verkaufen. Giftige Flüssigkeit. Nein, aber den Schutztrank brauche ich nämlich nicht. Silber kann weg. Ja, jetzt bin ich mal wieder in so einem Bootleg drin. Sozusagen, also ich meine damit hier so ein kleines Problemchen. Und zwar, das Schutzgebet verhindert, dass wir angegriffen werden. Dafür, dass wir, daher, dass wir aber nicht angegriffen werden, gibt es ein kleines Problem. Und zwar, ja, das Problem, dass wir keine giftige Flüssigkeit kriegen. Ja. Und dann können wir diese Quest nicht weitermachen. Ich hasse sowas. Bin sowas ärgerlich. Gut. Ich mach's folgendermaßen. Ich beende jetzt den Part. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ob ich direkt aufnehme, weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich einfach mal ein bisschen Zeit verstreichen. Naja, sehen wir. Sehen wir dann. Na, macht's gut, Leute. Ciao. Und tschüss, Locke. Bye, bye. Man muss ja freundlich bleiben.